Servus, liebe Freunde der Landwirtschaft, Landtechnik und Tierhaltung. Sagen wir es heute mal so. Heute nehme ich euch einmal mit. Ich misse den Pferdestall aus. Das habe ich ja schon angekündigt. Ist auch mal an der Zeit. Oder was heißt an der Zeit? Mache ich eigentlich alle 2 Tage. Da stehen schon die Übeltäter, die den Stall immer so zusammensiffen. Weil im Stall zu machen ist natürlich schöner wie außen zu machen. Ja, deswegen machen wir ihn heute mal sauber. Das ist halt so die übliche Arbeit, die bei mir hier dazugehört. Und was immer so anliegt. Hey, schau dich schon wieder aus. Ja, so sieht es aus. Die Mistschicht, die jetzt drinnen ist, ich lasse die immer zeitlang drinnen, weil das einfach eine warme Unterschicht dann unten drunter gibt. Da kommt immer wieder eine dicke Strohlage drauf nochmal. Und im Winter mache ich es normalerweise einmal die Woche, dass ich komplett ausmist. Wie gesagt, der Vorteil von der dicken Mistschicht ist ganz einfach, die liegen nicht direkt auf dem kalten Betonboden hier. Beziehungsweise selbst wenn da Stroh drauf ist, ich meine, es kommt doch immer die Kälte durch und dieser Mist da, der ist halt wie so eine große Isomatte, könnte man sagen. Deswegen ist der immer hier drin. Das ist jetzt so ausschauen, also gestern, wie gesagt, war ein Haufen Stroh drauf. Hier drüben sieht man noch ein bisschen was von dem Stroh. Das liegt ganz einfach dran, weil die natürlich jeden Tag wieder machen. Tja, das gehört halt dazu. Man könnte ja rausgehen auch, das wollen sie aber nicht. Na gut, und von daher wird dann natürlich jetzt komplett ausgemistet. Ich sage, das mache ich immer einmal die Woche im Winter und im Sommer normalerweise alle 2 Tage, wo hier innen komplett ausgemistet wird. Und dann schauen wir doch einmal, dass es wieder schön ausschaut. Dazu schmeiße ich sie jetzt erst einmal alle raus. Ja, also zuerst fliegen die 2 Wasserbehälter raus. Zweimal 120 Liter, Quatsch. Zweimal 60 Liter Mandelmann, so rum. 120 Liter Wasser normalerweise. Stellen wir erstmal auf Seite. Ich glaube, erstmal ein wenig hinschig, weil es doch ein wenig kalt. Wir haben aktuell minus 10 Grad. Das ist an die Finger doch ein bisschen frisch. Dann ziehe ich die super Arbeitshandschuhe an. Weil dabei der Hinschicht, aber die sind richtig schön warm, was müssen wir mehr. So. So wie es jetzt ist, normalerweise mache ich es den Winter über die ganze Woche. Ich kratze das immer am Boden schön zusammen. Machen wir hier drüben eine Fläche, wo sie dann die Strohlage drauf kriegen. Das sind normalerweise immer 1,5 Ballen Stroh, die drauf kommen. Da können die dann nachts drauf schlafen. Am nächsten Tag, wie gesagt, kratze ich dann nochmal wieder so zusammen, kommt wieder Stroh drauf. Und das geht immer eine Woche bis zum freien Tag. Dann wird das ganze Zeug rausgeholt, geht auf den Mist. Im Sommer mache ich das natürlich nicht. Erstens einmal, man zieht sich das Ungeziefer dann bloß rein, ja, ganz muckenmundes Zeug. Zweitens einmal, wenn es so früh warm ist, es stinkt wie Sau. Das will ich ja auch nicht. Und deswegen kommt im Sommer das immer weg. Im Winter ist es, wie gesagt, die Isolierschicht hier unten drunter. Das ist eine richtig schöne, dicke Schicht. Es ist ja auch nicht alles Mist. Es ist ja auch noch viel Stroh dabei. Das sieht man ja. Also es ist noch genug Stroh hier drin. Also nichts Schlimmes. Da kommt, wie gesagt, dann noch einmal dicke Schicht nochmal drauf. Das mache ich immer im Winter eine Woche und im Sommer alle 2 Tage. Und im Sommer wird normalerweise dann jeden Tag mit dem Mistboy gehe ich dann rein. Das ist wie so eine Mistschaufel. Da kratze ich immer die Scheiße im gröbsten zusammen. Die fliegt dann gleich raus. Dann hat man nicht den Dreck hier drin. Dann schaut es nicht so aus. Im Winter, wie gesagt, ist das alles Absicht. Da gehört es so. Ja, und im nächsten Schritt kommt jetzt die Mistgabel zum Einsatz. Und das Material wandert auf die Lore. Wie gesagt, das ist alles Handarbeit hier.
Ein Hoflader in dem Sinne haben wir nicht, der hier reinpassen wird. Lohnt sich bei uns nicht. Da die Landwirtschaft überwiegend eigentlich nur noch Hobby ist, macht es nicht viel Sinn, sich einen tollen Hoflader anzuschaffen. Zumal die Ställe da dafür gar nicht gebaut sind, die sind teilweise so eng, da kommt man eh nicht rein. Ja, Vorteil beim Ausmisten ist, es war dann unheimlich schnell warm. Vielleicht kann ich die Mützen runter und die Hände ausziehen. An Füße friere ich im Übrigen sowieso nicht. Wer jetzt denkt, wieso zieht der Gummistiefel an bei der Kälte? Die Gummistiefel haben eine dicke Filzeinlagesohle, die kommen aus Finnland, also ich gehe mal davon aus, die wissen schon, was sie produzieren, weil die haben ja auch sehr viel Winter. Frieren tut's mich drin nicht. Und übrigens an alle Tierschützer, keine Angst, meine Pferde sind nicht krank. Also wer glaubt, oh Gott, die liegen auf dem Mist, die armen Pferde. Nee, nee, macht euch da mal keine Gedanken. Denen geht's blendend. Die werden auch regelmäßig entwurmt und geimpft. Also von daher keine Sorge. Der Hufschmied kommt da regelmäßig und ich würde mir ja selber ins Fleisch schneiden. Weil ich meine, der würde mich ja auch bereden, wenn es denen schlecht ginge. Außerdem kostet es einen Haufen Geld, wenn sie krank sind. Von daher werde ich penibel darauf achten, dass die gesund sind. Und wie gesagt, die Pferde befinden sich ja nicht den ganzen Tag hier drin, sondern die sind ja auf der Koppel auch. Dafür habe ich ja einen Offenstall und einen Auslauf. Ja, und wer jetzt sagt, warum ist die Deckenhöhe in meinem Stall so niedrig? Ja, der Stall, der war halt früher nicht als Pferdestall konzipiert. Der war bei uns einmal Hühnerstall. Nun hat sich das halt so ergeben, dass die Hühner dann irgendwann weg waren. Dann ursprünglich in den 90er haben meine Eltern einmal angefangen mit Zwergziegen. Die sind hier reingekommen. Ja, und das ist dann irgendwann so gekommen, 98 war das, da wollten wir dann ein Pferd eigentlich dazu. Dann ist aber ein Esel geworden, oder immer. Und später, also 2016 im Herbst, am 1. Oktober, habe ich dann die Hanna gekriegt und am 1. November 2016 kam der Gandhi dazu. Ja, wie kommen die Pferde damit zurecht, dass die Deckenhöhe halt doch recht beschränkt ist? Also es sind maximal 2 Meter. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, die stört es nicht. Die Hanna, das hat mir der Hufschmied damals schon vorher prophezeit. Wenn ihr die Deckenhöhe zu niedrig ist, die geht halt dann mit gebucktem Kopf rein. Wie gesagt, die haben wir den offenen Stall auch, wo sie sehr viel unterwegs sind. Und die Koppel. Von daher sehe ich das nicht als Problem. Wie gesagt, die stehen ja nicht wie in dieser Boxenstallhaltung den ganzen Tag im Stall. Deswegen muss der Stall auch nicht so hoch sein, dass ich jetzt sage, oh, das arme Pferd kann sich nicht bewegen. Sondern die haben ja die freie Wahl, was sie machen wollen. Und ich meine, die machen das natürlich, ne? Die nutzen das. So, dann würde ich sagen, leeren wir die Lore mal aus. Die ist voll. Erst einmal müssen wir das Tuch mal draufhängen. Das ist abgebaut worden, wie die Seilwinde im Einsatz war. Warum habe ich Hähnchen? Weil die Dinger schmierig sind wie Sau. Die sind gut eingefettet. Ich versuche jetzt wieder den ganzen Schmodder an die Finger habe. Ich habe zwar da normalerweise kein Problem damit, aber wenn ich jetzt den ganzen Dreck an die Finger habe und auf den Bulldog steige, dann hole ich den Dreck am Lenkrad und überall. Vor allem, wo ich ihn nicht haben will. Deswegen ziehe ich Handschuhe über. Dann bleiben die Finger sauber. Und der Bulldog natürlich nachher auch. Schon Auslösung.
So, zusammengeschoben ist alles, jetzt wird bloß noch mit dem Besen gründlich rausgekehrt. Dann gibt es ein frisches Stroh, ein frisches Heu. Dann bringe ich Ihnen noch Ihr Grünfutter und ein frisches Wasser. Ich hoffe, die Leitung ist noch nicht eingefroren, der Schlauch rüber. Ich blase normalerweise nur frei, aber das schauen wir mal. Ja, dann war es das eigentlich schon mit dem Stall, dann sind wir hier wieder fertig. Ach, weil mir das gerade einfällt. Für die Jagdgenossenschaft ist im Übrigen der Bescheid gekommen, dass dieses Jahr wieder Spritzentyp ist. Wir sind mit unserer Rauchspritze wieder dran. Muss ich demnächst einmal bei einem Mitglied aus der Genossenschaft abholen. Das darf ich dieses Jahr nicht übernehmen, weil der ist ja wie gesagt in der Urkeit tätig. Der hat dann gesagt, wenn ich den Schein jetzt habe, den Sachkundenachweis, dann kann ich niemals zum Spritztyp fahren. Ja, da werde ich euch dann auf alle Fälle auch mitnehmen. Ich bin selber mal gespannt, weil ich kann mich erinnern, früher, dass die Spritze noch mal da war. Ich weiß, das ist eine Ausspritze. Ich weiß aber nicht genau, was für Typ. Da bin ich selber schon gespannt. Ja, und dann wollen wir es nochmal durchschauen, dass alles funktioniert, dass die Düsen alle sauber sind. Und zum TÜV muss er ja dann halb voll mit Wasser gemacht werden. Und dann muss er auf Schirr drauf mit dem Bulldog. Das sind, naja, circa 20 Kilometer. Genau so was in den Dreh. Naja, eher 15. Zwischen 15 und 20 Kilometer. Und auf das freue ich mich eigentlich schon, habe ich noch nie gemacht. Bin ich mal richtig gespannt. Und wie gesagt, wenn es soweit ist, nehme ich euch natürlich mit. Ich habe jetzt Wasser aufgefüllt und ich habe das Futter her. Heute gibt es ein bisschen Tomaten, Salat, Paprika, Gurken, Heu haben sie, Stroh haben sie wieder und dann würde ich sagen, machen wir mal auf und lassen sie rein und dann verfahren wir bloß noch den Mist. Ach, da kommen sie schon.
also das war das heutige Stallausmisten. Ich habe den Mist jetzt gerade gar verfahren. Der Bulldog ist aufgerammt. Die Viecher sind fertig. Die Hanna und die Gasen fressen. Die Emma ist drin. So weit, so gut. Wie gesagt, ich mache das einmal in der Woche im Winter. Den groben Mist tue ich immer jeden Tag raus und das große Ausmisten einmal die Woche. Ja, so ist immer der Ablauf. Wasser haben sie, Futter haben sie, Heu haben sie. Passt. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch heute wieder gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. Und dann sage ich Servus, bis zum nächsten Mal.